Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Rezension. Heute zu Tief im Wald von Peternel van Aarsdael. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen, kostet 14,99 Euro in dieser Klappbroschur und hat, glaube ich, etwa 380 Seiten. Ja. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar beim Bloggerportal angefragt und habe es auch zur Verfügung gestellt bekommen. Sage daher vielen lieben Dank an den Verlag fürs Zusenden. Ich habe euch das Buch auch tatsächlich Anfang des Jahres in einem Neuheitenvideo vorgestellt zu fantastischen Titeln. Also ist das auch gar nicht so alt, das Buch. Mich hat zum einen das Cover angesprochen. Ich finde die Farbkombination sehr schön, dieses Petrolfarbene und dazu dieses Weinrote von dem Laub. Finde ich sehr schön, denn natürlich auch die Frau, die scheinbar aus einem Baum erwächst, beziehungsweise der Baum ist ihr Kleid. Finde ich total schön und es passt auch sehr, sehr gut zum Inhalt. Also die Stimmung, die hier auf dem Bild geschaffen wird, finde ich schon mal sehr schön. Hat was Düsteres und Märchenhaftes zugleich. Wir treffen hier auf Alice und Alice ist tatsächlich noch sehr, sehr jung. Sie ist erst 7 Jahre alt, als ihr Dorf überfallen wird und alle ausgelöscht werden, beziehungsweise es werden nur die Erwachsenen ausgelöscht und die Kinder werden verschont. Und zwar von den Seelenesserinnen. Die Seelenesserinnen, sind eigentlich aus Geschichten, aus Legenden, kennen sie diese, aber haben noch nicht persönlich mit denen Kontakt gehabt, bis sie eben das Dorf überfallen. Sie saugen das Leben aus den Personen, aus den Menschen heraus, dass die Körper noch übrig bleiben und keine äußerlichen Wunden zu sehen sind. Aber man sieht in dem Blick der Leute einfach nur ganz, ganz Schreckliches und sie sehen ja schlimmer als tot aus im Grunde. Und Alice ist eben eines der Kinder, die überlebt haben. Alle Kinder dieses Dorfes haben überlebt, aber Alice ist noch etwas Besonderes. Sie ist etwas speziell, eine Träumerin und sie hat immer schon Angst vor der Nacht gehabt. Allerdings nicht, weil die Nacht dunkel ist und weil sie Angst vor den Schrecken in der Nacht hat, sondern weil sie eingesperrt sein muss in der Nacht, in ihrem Bett, unter ihrer Decke. Und eines Nachts beschließt sie halt rauszugehen, einfach in die Natur heraus und sie fühlt sich wie befreit. Und in dieser Nacht genau trifft sie auf die Seelenesserin, die sie aber verschonen. Und sie fühlt sich gar nicht so sehr von ihnen abgeschreckt. Die Seelenesserinnen sehen aus wie Frauen, allerdings halt eben, als ob sie Gliedmaßen mit Ästen verwoben haben und Blätter im Haar, also wie so richtige Waldfrauen. Ja, und sie fühlt sich irgendwie mit ihnen verbunden und gleichzeitig aber auch erschreckt. Natürlich, was diese getan haben, fühlt sie sich hinterher besonders schuldig, dass sie sie nicht aufgehalten hat. Denn nun ist sie eine Waisin, genauso wie alle anderen Kinder. Ein fahrender Händler kommt vorbei und bemerkt die Misere dieses Dorfes und er fährt zusammen mit Alice auf seiner Kutsche ins nächste Dorf, um dort Bescheid zu sagen. Das ist Schafsdorf. Und dieses Dorf nimmt tatsächlich alle Kinder auf, was zunächst als Nächstenliebe bzw. ganz normal menschlich erscheint, dass sie diese Kinder aufnehmen, ist aber gar nicht so schön, wie man es denken kann, dass sie diesen Kindern ein neues Zuhause bieten. Denn dieses Dorf ist sehr religiös und sehr, sehr furchtsam, was diese Seelenesserin, dieses Böse betrifft. Und sie verdammen die Kinder dazu, dass sie Wächter werden. Sie bauen eine Mauer ringsherum um Schafsdorf, weil sie halt Angst haben, dass sie genau dasselbe Schicksal erleiden wie, ich weiß gar nicht, wie das Dorf heißt, Weidendorf oder so. Fürchten sie sich sehr und möchten verhindern, dass ihnen das Gleiche erblüht und als Strafe oder als Preis dafür, dass sie die Kinder nun aufgenommen haben, müssen die Kinder nun Wache stehen. Und zwar mitten in der Nacht und alle Kinder. Also ab 7 Jahre müssen sie da oben, sobald sie eben stehen können und gehen können und ein bisschen Verstand haben, gehen sie da auf der Mauer oder hüten die Schafe außerhalb. Und die Dörfler von Schafsdorf sind halt in ihren Betten und schlafen.
Ja, und Alice wächst nun bei einer Kräuterfrau, einer Heilerin auf, die sehr unnahbar wirkt, aber halt auch irgendwie einen gewissen Draht zu Alice entwickelt. Und obwohl die beiden, also die, zu denen sie jetzt gesteckt wird, nicht ihre Eltern sind, entwickelt sie schon eine Zuneigung zu denen. Aber für sie ist es wirklich ja, eine große Strafe, dort zu leben. Sie kann sich dort nicht entwickeln und die, ja, die Kinder werden mehr und mehr Sündenböcke für das, was geschieht, denn es verschwinden hin und wieder dann doch mal Kinder oder Erwachsene und die kommen nicht zurück. Und es wird immer, egal was passiert, wird das Böse, die Seelenesserin und die Kinder, die ja scheinbar gesündigt haben und deswegen es auch verdient haben, zum Bösen zu gehen, immer wieder die Schuld in die Schuhe geschoben und die Angst wächst und wächst. Und Alice wird so ein bisschen komisch beäugt und nachher auch so ein bisschen als Hexe bezichtigt, denn irgendwas verbindet sie mit den Seelenesserinnen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Sie empfindet nicht so richtig Furcht vor ihnen und auch anscheinend andere Kinder aus dem Dorf lassen sich von diesen Seelenesserinnen anlocken. Und dann gibt es auch noch das Biest. Das Biest soll der Auftraggeber von den Seelenesserinnen sein und wirklich das Biest soll das abgrundtief böse sein, im Grunde wie bei uns in der Religion der Teufel, der Satan. Ich finde auch, dass hier tatsächlich einiges an Religion drinsteckt, Religionskritik. Und es ist schon böse und erschreckend, was mit diesen Kindern passiert, wie diese Kinder behandelt werden. Da fragt man sich, was ist das, ja, was ist das Gruseligere und das Schaurigere an diesem Buch, die Seelenesserin oder diese Religion beziehungsweise diese Aberglaube dieses Dorfes, was hier ja, wie diese Kinder ausgenutzt werden und wie diese Kinder dargestellt werden und gepeinigt werden. Ja, was ist das Gruseligere? Und irgendwann schwört sich Alice, wenn sie älter wird, wird sie dieses Dorf verlassen und ihr großer Traum ist es, zum Seevolk, zu den fahrenden Händlern zu flüchten, denn dort wäre sie frei. Aber sie merkt halt mehr und mehr, dass sie ja, etwas mit diesen Seelenesserinnen verbindet und sie. Ja, sie wird geplagt von großen Schuldgefühlen und von Zweifeln, ob sie nicht tatsächlich das Böse in sich trägt, weil sie eben so viele Ähnlichkeiten mit diesen Seelenesserinnen hat. Ja, also es geht viel um Schuld, um Gut und Böse, um Religion, aber halt auch eben das Schicksal der Seelenesserinnen bekommen wir gleich im Prolog erzählt, wie diese Seelenesserinnen entstanden sind. Das fand ich besonders spannend, aber ich weiß nicht, ob das so klug war, das gleich in den Prolog zu packen. Weil ich glaube, wenn man so ein kleines Geheimnis darum gemacht hätte und erst nach und nach erfährt, woher diese Seelenesserinnen überhaupt kommen, was diese überhaupt sind, und was sie wollen, ich glaube, das hätte ich dann tatsächlich mehr nach hinten gepackt, dass Alice das vielleicht erst erfährt nach und nach. Wir begleiten Alice halt auch durch mehrere Altersklassen. Also sie ist so Anfang 7 Jahre alt und irgendwann ist sie halt älter, 15, ich glaube am Ende 17 oder so. Also wir begleiten sie durch mehrere Jahre hinweg und das Buch ist sehr ruhig erzählt. Man darf hier nicht viel Action erwarten. Es ist aber geprägt durch wirklich eine tolle Atmosphäre, eine tolle Stimmung, die sehr düster und magisch wirkt. Ja, aber auch alleine schon durch Kälte und durch dieses einfache Leben in Schafsdorf wird diese Natur einfach, diese Natureindrücke, braucht es gar nicht so viel Magisches. Nachher, wo sie halt sich fragt, was denn überhaupt, ja, was sie überhaupt ist, warum sie sich so schuldig fühlt und ob sie nun gut und böse ist, diese inneren Zweifel fand ich sehr, sehr gut beschrieben. Denn auch ohne magischen Fähigkeiten hat man das ja manchmal. Bin ich böse, weil ich diese Gedanken habe oder weil ich das und das getan habe oder das nicht getan bin? Bin ich deswegen ein böser Mensch und haben eventuell diese Leute aus Schafsdorf recht, dass ich das verdient habe und so weiter? Darum geht es halt ein bisschen. Und sie findet aber nach und nach tatsächlich auch welche, die auf ihrer Seite sind. Es gibt auch sie findet irgendwann auch die Liebe.
Aber was ich toll fand, ist, dass die Liebe ihr zwar schon zeigt, dass jemand an sie glaubt und dass sie das Gute in sich trägt, aber die Liebe ist hier nicht die Lösung. Ganz oft finde ich das in Büchern, dass jemand mit sich hadert und an sich zweifelt und dann findet sie den richtigen Kerl und einfach alles ist top. So läuft das aber nicht im Leben. Man muss mit sich selbst im Reinen sein, ohne einen Partner. Der Partner darf nicht dazu da sein, dich glücklich zu machen. Natürlich ist das ein großer Punkt im Leben. Aber wenn du selbst mit dir nicht im Reinen bist, dann kann auch ein liebender Partner das nicht. Und das fand ich halt hier gut auf ihrem Weg. Treffen wir das? Treffen wir dieses Gefühl an, aber zum Schluss muss sie sich alleine dadurch kämpfen. Und das fand ich gut. Ja, auch wie hier eben mit Gut und Böse gespielt wird, dass Böse nicht gleich böse ist und das Gute nicht gleich gut. Also hier wird schon ein bisschen damit gespielt, wer ist nun wirklich, wir sind hier nun wirklich die Bösen. Es ist aber auch nicht so, dass wir denken, okay, die Seelenesserinnen werden jetzt als böse dargestellt und nachher sind die die Guten. Also so ist es auch nicht. Also es ist schon ein bisschen durchmischt und sehr, sehr grau abgestuft. Ich habe das wirklich weggesuchtet zu Anfang. Zwischenzeitlich hatte ich eine kleine Durststrecke, wo ich sagte, okay, jetzt muss mal wieder ein bisschen was passieren. Ich habe auch gemerkt, dass ich das extrem mag, wenn aus Kindessicht geschrieben wird. Also so als sie 7 Jahre alt war, das mochte ich unglaublich gerne. Dann, als sie jugendlich war, fand ich das wieder so mau. Und ja, die Auflösung, wie gesagt, ich hätte es mir tatsächlich gewünscht, dass wir dieses Rätsel, was wir gleich im Prolog aufgelöst bekommen, tatsächlich eher am Ende hätten. Und es ist alles sehr symbolisch tatsächlich am Ende. Man kann da tatsächlich auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Insgesamt hat es mir gut gefallen. Ich würde dem Buch, glaube ich, 4 Sterne geben. Mir hat eben das gewisse Etwas noch gefehlt. Dieser große Aha-Moment am Ende hat mir so ein bisschen gefehlt. Dafür war es vielleicht ein Ticken zu ruhig. Aber diese Stimmung und das Thema, das Setting fand ich toll. Und ich habe da ja befürchtet, dass es eher so in diese romantische Richtung ging und das dem war überhaupt nicht so. Also richtig, richtig cooles, besonderes Buch, kann ich empfehlen. Wer von euch hat dieses Buch denn auch gelesen? Fandet ihr das auch sehr, sehr schön? Und was habt ihr davon erwartet? Oder habt ihr jetzt vielleicht Lust, das Buch zu lesen nach dieser Rezension? Seid ihr neugierig geworden? Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.